Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Campusgespräche TV. Es ist zwar nicht das erste Campusgespräch hier an der Universität Liechtenstein, aber das erste in dieser Form, der Situation geschuldet. Zuständig für die Inhalte dieser Reihe ist Roman Banzer. Roman Banzer, unser heutiger Gesprächsgast oder Referent, Julian Nieder-Rümelin, ein Philosoph und politischer Theoretiker. Was hat er mit dem Thema Krise der Demokratie zu tun? Julian Nieder-Rümelin hat zu diesem Thema ein sehr wichtiges, gescheites, manchmal auch ein wenig kompliziertes Buch geschrieben, das unter dem Titel steht, Die gefährdete Rationalität der Demokratie. Und das war Grund dafür, ihn zu uns hier nach Liechtenstein einzuladen. Was haben wir von der heutigen Stunde zu erwarten? Wir starten mit einem etwa 10-minütigen Impuls. Referat von Julian Nieder-Rümelin und schließen daran eine etwa 40-minütige Diskussionsrunde mit ihm an. Ja, dann darf ich jetzt unseren heutigen Referenten und Gesprächsgast begrüßen. Julian Nieder-Rümelin lehrt Philosophie und politische Theorie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er ist Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste. Er war Kulturstaatsminister im ersten Kabinett Schröder und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Philosophie. Herr Julian Nieder-Rümelin, herzlich willkommen zu Ihrem Impulsreferat. Die Demokratie hat eine sehr lange Geschichte, wenn man so will. Die beginnt ja in unserem Kulturkreis schon in der griechischen Klassik. Das ist 2400 Jahre her. Und wenn man in andere Kulturkreise schaut, ist möglicherweise bestimmte Formen von Demokratie schon seit Jahrtausenden etabliert, etwa in afrikanischen Dorfkulturen, aber da bin ich kein Spezialist, deswegen will ich das gar nicht beurteilen. Und im Laufe dieser sehr langen Geschichte gibt es ein Auf und Ab. Nach diesem wirklich faszinierenden Start der Demokratie, die athenische speziell, aber auch andere griechische Stadtstaaten entwickeln eine radikale Demokratie. Also in Athen wird unter Demokratie eine Herrschaft des Demos, also der Bürgerinnen und Bürger der jeweiligen Polis verstanden, wobei das mit den Bürgerinnen so eigentlich gar nicht gilt, weil Vollbürger sind nur Männer, die auch in Athen geboren sind. Aristoteles selbst war zum Beispiel gar kein Vollbürger. Und ein Repräsentationsprinzip, wie wir das kennen, nämlich dass wir Menschen wählen, die dann in Parlamenten über Gesetze entscheiden und die Regierungen kontrollieren, gibt es so damals nicht. Es wird direkt gewählt. Ja, noch mehr, wichtige Funktionen des damaligen Stadtstaates werden wahrgenommen nach Losentscheid, zum Beispiel Mitgliedschaft in Gerichtsversammlungen. 399 vor Christi wird Sokrates ein großes Menetekel der Demokratie. Von einer in dieser Weise demokratisch zusammengesetzten Volksversammlung zum Tode verurteilt. Und Platon macht sich Zeit seines Lebens Gedanken, wie so etwas passieren kann. Und dann haben wir lange Phasen, in denen von Demokratie gar keine Rede sein kann. Das römische Imperium versucht das noch einmal mit einer merkwürdigen Mischung aus Patrizierherrschaft und unmittelbarer Beteiligung der Bürger. Das mündet dann aber am Ende im Kaiser. Staat, das Imperium wird dann von einem regiert, zum Teil gut, wie unter Marc Aurel, dem großen Stoiker, zum Teil sehr schlecht. Und dann folgen die Jahrhunderte, die im Wesentlichen unter christlicher, klerikaler Ägide sind, allerdings immer im Konflikt zwischen weltlicher und kirchlicher Macht. Und die Demokratie entsteht erst wieder dann in der Zeit der europäischen Aufklärung. Zunächst als Idee. Eine philosophische Idee, die viel zu tun hat mit den Erinnerungen an die Erzählungen aus der Antike. Insbesondere das griechische Denken wird wiederentdeckt in der Renaissance und dann nochmal im deutschen Humanismus zum Beispiel. Und daraus erwächst dann eine Art Sehnsucht nach einer anderen Herrschaftsordnung, in der unmittelbar gestaltet werden kann. Das ist Demokratie. Demos ist nicht Ethnos, das unterscheiden die Griechen. Ethnos ist das Volk, was durch Kultur und andere Merkmale, gemeinsame Sprache, gemeinsame Praktiken zusammengehalten ist.
während Demos das jeweilige Staatsvolk ist. Das sind diejenigen, die in dem staatlichen Gebilde, damals Stadtstaaten, später dann Nationalstaaten, eben leben. Man kann sagen, dass wir unterdessen wieder in einer Phase der Krise der Demokratie leben. Es hat ein Auf und Ab gegeben, auch in den letzten Jahrhunderten. Nehmen Sie mal so als Wendepunkt 1789 die Französische Revolution, aber zeitgleich, sogar ein bisschen vorher, entsteht die US-amerikanische Demokratie. Großbritannien, das Vereinigte Königreich, entwickelt über Jahrhunderte hinweg immer mehr Elemente, die in Richtung Demokratie weisen. Das ist dort ein eher kontinuierlicher Übergang. Das ist also eine überschaubare Zeit, 1789 bis heute. Deutschland, Italien sind sehr späte Demokratien, die dann auch gleich wieder verloren gehen in Gestalt des Faschismus in Italien und des Nationalsozialismus in Deutschland. Und wenn man so zurückschaut auf diese kurze Phase in Europa, dann sieht man, dass es Zeiten gegeben hat, in denen die Demokratien aufblühten, Vorbild waren, andere machten das nach, und Zeiten des Niedergangs. Und die Frage, die wir uns gegenwärtig stellen müssen, befinden wir uns nachhaltig in einer Phase des Niedergangs? Ist die demokratische Staatsform ernsthaft in ihrer Substanz bedroht? Oder haben wir es eher mit Irritationen zu tun, die sich überwinden lassen? Das sind sehr komplexe Fragestellungen. In meinem Buch habe ich nicht versucht, das zu beantworten, sondern ich habe einen spezifischen Aspekt herausgegriffen, nämlich den, wir müssen ja erstmal wissen, was Demokratie eigentlich ist. Was macht das Besondere der Demokratie aus? Und meine Ausgangsthese ist, wir irren uns in der Regel, was Demokratie eigentlich ist. Wenn Sie eine Umfrage machen und die Menschen fragen, was verstehen Sie unter Demokratie, dann sagen 9 von 10, naja, Demokratie ist dort, wo die Mehrheit entscheidet. Und das ist schlicht falsch. Warum ist das falsch? Dann wäre zum Beispiel das NS-Regime in Deutschland mindestens bis in die ersten Kriegsjahre hinein eine Demokratie gewesen. Das war aber der NS-Staat nicht. Warum war er das nicht? Weil er Minderheiten verfolgte, einen Völkermord an den Juden in den Friedenszeiten vorbereitete und dann in den Kriegszeiten durchführte, weil er individuelle Rechte nicht achtete, weil er keinen Respekt hatte vor anders lautenden Meinungen. Das heißt, essentielle Elemente der Demokratie waren nicht realisiert. Nun gibt es eine weit verbreitete Interpretation dieses Phänomens. Das geht bis hinein in oberste Verfassungsgerichte. Die ist irrtümlich, diese Interpretation. Nämlich, dass wir es hier mit einer Konkurrenz zweier Prinzipien zu tun hätten, nämlich dem Demokratieprinzip auf der einen, sprich Mehrheit entscheidet, und dem Rechtsstaatsprinzip auf der anderen, das heißt, es muss rechtsförmig zugehen, individuelle Rechte müssen beachtet werden, in fast allen Verfassungen beginnt zunächst einmal die Ordnung mit der Aufzählung von individuellen Freiheitsrechten, das ist kein Zufall. Diese Interpretation ist falsch. Das zeige ich im Detail in diesem Buch, aber ich will das wesentliche Argument hier bringen. Demokratie ist die Herrschaft des Volkes, und zwar des Staatsvolkes. Und damit wir als Bürgerinnen und Bürger eines Staates akzeptieren können, dass es überhaupt eine Herrschaft gibt, und auch die Demokratie ist eine Herrschaftsform, sie übt Gewalt aus, sie steckt Menschen ins Gefängnis zum Beispiel. Sie kann mit Polizisten vorgehen, wenn Menschen sich nicht an die Gesetze halten und so weiter. Es ist auch eine Herrschaft, eine echte Herrschaft. Damit wir die akzeptieren können als Demokratinnen und Demokraten, damit wir ihr zustimmen können, muss garantiert sein, dass meine individuellen Rechte beachtet werden. Ich kann einer Ordnung nicht zustimmen, wenn ich damit rechnen muss, dass die Mehrheit darüber entscheidet, welchen Beruf ich ausübe oder wen ich heirate oder wo ich wohne und so weiter. Das heißt, die Zustimmungsfähigkeit ist abhängig von der Garantie individueller Rechte. Und wenn ich definiere, Demokratie ist diejenige Staatsform, die zustimmungsfähig ist, das heißt, der alle Bürgerinnen und Bürger im Prinzip zustimmen können, dann folgt daraus, es kann keine Demokratie
ohne die Garantie individueller Freiheitsrechte geben. Ein zweites Argument. Ganz wesentlich für die Demokratie schon der Antike, aber endgültig erst in der Neuzeit, nach der Aufklärung in Europa und dann weltweit, ist die Verbindung zur Idee der menschlichen Würde, der, ich formuliere es mal so, der menschlichen Autorschaft. Ich bin Autorin oder Autor meines Lebens. Ich habe Verantwortung für das, was ich tue. Ich kann zur Verantwortung gezogen werden. Menschenrechte respektieren diese Fähigkeit der einzelnen Person zur Autorschaft. Immanuel Kant begründet seine gesamte praktische Philosophie auf diesem Postulat, nämlich die Würde besteht darin, dass ich nach eigenen Regeln, mir selbst gegebenen Gesetzen handle, dass ich autonom bin, dass der Mensch die Fähigkeit zur Autonomie hat. Das ist eine spezifische Würde. Und das verpflichtet den Staat, die Bedingungen zu schaffen, dass er auch als autonomes Wesen leben kann. Wenn das also eng mit der Demokratie verbunden ist, dann muss die Demokratie sicherstellen, dass Menschen unter allen Bedingungen Autorinnen oder Autoren ihres Lebens bleiben. Mit anderen Worten, das schließe ich daraus, ohne eine Kooperation, die staatlich garantiert ist, die Menschen in Not, wenn sie krank sind, alt sind, Kinder haben, um die sie sich kümmern müssen, was auch immer, dann auch damit rechnen können, dass der demokratische Staat ihnen ihre Autorschaft, Lebensautorschaft garantiert, das heißt Mindestbedingungen eines selbstbestimmten Lebens ermöglicht, also ohne ein Minimum an Sozialstaatlichkeit, keine Demokratie. Also, Mehrheitsprinzip spielt eine Rolle, da kommen wir vielleicht noch nachher im Gespräch dazu. Zweitens, individuelle Rechte sind unverzichtbar und Kooperation in Gestalt von Sozialstaatlichkeit ist ein essentielles Element der Demokratie, weil sonst die Autorschaft in existenziellen Krisen einer Person verloren gehen würde. Und nun komme ich zum letzten Element. Das letzte Element wird meistens in den liberalen Demokratietheorien, im weitesten Sinne liberal, da zählt Jürgen Habermas und John Rawls zum Beispiel dazu und viele andere, die mir in vielem nahestehen, sträflich vernachlässigt. Es gibt ein kulturelles Fundament der Demokratie. Wenn Demokratie auf wechselseitigem Respekt beruht, auf wechselseitiger Anerkennung, auf Anerkennung als Freie und Gleiche, das sind die sozusagen Grundannahmen des modernen politischen Denkens, dann heißt das, das ist gewissermaßen eine zwingende Schlussfolgerung, dass wir dann auch in einer Kultur leben müssen, die diese Praxis zeigt. Ich bringe ein Beispiel, was eine historische Anspielung ist, auf die USA in diesem Fall. Wenn Menschen im Bus aussteigen oder aufstehen, weggehen, wenn sich neben sie eine Person mit anderer Hautfarbe setzt, dann ist eine solche Gesellschaft, wenn diese Praxis dort weit verbreitet ist, nicht demokratiefähig. Ich wäre dagegen, das unter Strafe zu stellen. Das kann der Staat nicht unterbinden. Aber wenn die Leute sich so verhalten, dann sind sie nicht demokratiefähig. Dann können sie offenbar Vielfalt nicht ertragen. Anerkennung, Respekt jedem individuellen Menschen gegenüber ist aber Grundlage der Demokratie. Ergo, daher, ohne eine Zivilkultur, wie ich das nenne, eine Zivilkultur der wechselseitigen Anerkennung, gleichen Anerkennung, des wechselseitigen Respekts, des gleichen Respekts, keine Demokratie. Die Demokratie beruht in der Tat auf bestimmten Voraussetzungen, die der demokratische Staat nicht garantieren kann. So ähnlich hat das ein berühmter Verfassungsrichter Böckenförde vor vielen Jahrzehnten formuliert und sind hunderte von Doktorarbeiten über dieses Diktum geschrieben worden. Er hat recht. Er hat recht. Ohne eine kulturelle Substanz ist die Demokratie nicht lebensfähig. So, und mit diesen Erläuterungen wird vielleicht jetzt auch der Titel meines Buches Die gefährdete Rationalität der Demokratie verständlich. Es geht nicht um die These, dass alles rational zugeht in der Demokratie. Das wird an keiner Stelle in diesem Buch behauptet. Sondern es geht um ein Verständnis für die
spezifische Form demokratischer Entscheidungsfindungen, demokratischen Lebens, Kultur, demokratischer Solidarität und der Garantie individueller Rechte in der Demokratie. Es geht um ein tieferes Verständnis dessen, was Demokratie eigentlich ausmacht. Und es ist diese spezifische Rationalität der Demokratie, das, was Demokratie eigentlich ausmacht, die gegenwärtig in der Tat gefährdet ist. Herzlichen Dank, Julian Niederrümelin, für diese sehr spannenden Ausführungen. Wir werden jetzt eine Diskussion führen und Roman macht den Anfang. Ich würde gerne mit einer Frage einsteigen, Herr Niederrümelin, die Rationalität oder eben nicht Rationalität, nämlich die Emotionalität der Demokratie betrifft. Sie sagen richtig am Schluss Ihres Input-Vortrages, dass Sie in Ihrem Buch dazu nicht geschrieben haben. Ich bin der gleichen Meinung. Und wenn ich mir aber den Parteitag der AfD anschaue, habe ich das Gefühl, mit Ratio hat das ganz wenig zu tun. Ich habe das Gefühl, dieser Parteitag ist völlig emotional gelaufen. Und meine Frage an Sie, welchen Platz hat denn die Emotionalität innerhalb der Demokratie? Also ich fürchte, da müssen wir kurz philosophisch werden. Ich glaube nicht, dass es diesen Gegensatz, der da oft konstruiert wird, zwischen Emotionalität und Rationalität gibt. Wir haben Gefühle, das habe ich auch in diesem Jahr in einem länglichen Buch, in dem ich versucht habe, das Gesamt meiner praktischen Philosophie sozusagen kohärent darzustellen, eine Theorie praktischer Vernunft bei De Gruyter erschienen. Im Juli 2020 habe ich das näher ausgeführt. Also wir haben auch für unsere Gefühle Gründe in der Regel. Es ist nicht so, dass die Gefühle einfach uns übermannen. Wo kämen wir hin? Das haben mal manche gemeint vor Jahrhunderten. Vielleicht die europäische und deutsche Romantik spielte da eine Rolle. Es übermannt einen gewissermaßen und dann ist man hilflos ausgeliefert. So ist es ja nicht. Also wenn Sie zum Beispiel, ja, ich bringe ein extremes Beispiel, Hass haben gegenüber einer Person und Sie können nicht sagen, warum, die hat Ihnen nichts getan, ja, dann ist dieses Gefühl offenkundig völlig irrational, geradezu pathologisch, dann sollten Sie zum Psychiater gehen oder Psychologen, vielleicht kann der Ihnen helfen. Ja. Also wir haben für unsere Gefühle Gründe. Wenn wir Angst haben, Angst ist ein Gefühl, und wenn jemand sagt, ja, ich habe Angst vor freien Plätzen, kann aber nicht angeben, was dort droht, ja, dann ist das pathologisch. Das ist eine Phobie, ja, Agoraphobie genannt in der Fachsprache. Das ist irrational. Das heißt also, es gibt diesen Gegensatz nicht. Unsere Emotionen haben etwas zu tun mit Gründen. Sie sind ebenfalls von Gründen beeinflusst, affizierbar, ja, sind von Gründen beeinflussbar. Und insofern braucht man sich gar nicht wundern, dass natürlich auch in der Politik Emotionen zum Ausdruck kommen. Problematisch wird es, wenn Gründe dabei keine Rolle mehr spielen, wie meine beiden Beispiele von zuvor. Dann wird es pathologisch. Also wenn sich die Leute nur noch anschreien, ohne irgendwelche Argumente vorzubringen, was wir ja auch in der politischen Kultur der USA gewissermaßen jetzt über Jahre beobachten konnten, diese zunehmende Weigerung, Argumente auszutauschen und stattdessen sich nur noch zu diffamieren, Unterstellungen oder gar eben Hass zu zeigen, dann geht das an die Substanz. Die Zivilkultur der Demokratie wird dann beschädigt. Und was Ihr Beispiel AfD-Parteitag angeht, ich war da nicht dabei. Ich habe das auch nur, wie Sie wahrscheinlich auch, aus zweiter und dritter Hand, also aus Zeitungsartikeln oder mal aus einem Videoausschnitt im Fernsehen gesehen. Also meine jetzt mal etwas Ad-hoc-Analyse ist die AfD ist wie andere Parteien auch, die Union ist auch zusammengesetzt aus ganz unterschiedlichen Strömungen. Sie ist entstanden aus enttäuschten liberalen Konservativen, die vor allem die Bewältigung der Finanzkrise in Europa nicht akzeptieren wollten und die eben einen radikalen Ansatz befürworteten, bei dem sich die Länder eben nicht solidarisch helfen innerhalb der EU. Das war eine Professorenbewegung, vor allem aus der Wirtschaft, aus der Ökonomie.
dann ist ein wesentlicher Teil der AfD, sind enttäuschte Konservative, die sich in der Merkel-CDU und vielleicht in anderen christdemokratischen Parteien in Europa nicht wiederfinden. Die sagen, da gehöre ich nicht mehr dazu. Dregger und Strauß sind so eher meine Vorbilder. Die waren ja früher in der Union wichtige Figuren, also Rechtskonservative, kann man sagen. Gauland ist zweifellos aus diesem Milieu. Und dann gibt es die versprengten Rechtsradikalen, die immer mal wieder versuchen, irgendwo anders Unterschlupf zu finden. Und die sind sehr stark geworden in der AfD. Und insofern geht es dort offenbar um einen nicht nur Richtungsstreit, sondern es geht um eine Identitätsfrage. Wer sind wir eigentlich? Und die Funktionäre sind offenbar zu großen Teilen eben aus diesem rechten, äußerst rechten Milieus. Die kommen nicht aus den anderen beiden, während vermutlich die Wählerschaft zum allergrößten Teil aus den anderen beiden Milieus kommt. So, und jetzt geht es darum, irgendwie zu sagen, wer sind wir? Und dass das sehr emotional ausgetragen wird, wundert mich eigentlich nicht. Ich fand die Rede, die ich nur in Ausschnitten gesehen habe, von Meuthen durchaus noch nachvollziehbar. Und die Debatte ist offenbar zum Teil entgleist, aber das passiert auch auf Parteitagen demokratischer Parteien. Dennoch möchte ich nochmal nachhaken in Sachen Emotionalität. Ich behaupte, und erwarte Ihren Widerspruch, ich behaupte, Trump hat regiert, Trump hat die erste Wahl mit Emotionen gewonnen. Naja, auch. Also die spielt natürlich eine wichtige Rolle, aber nicht nur. Also es geht, glaube ich, um ein sehr tiefgehendes Problem. Und das ist mit der Abwahl von Trump nicht erledigt. Nämlich, dass ein Teil der Bürgerschaft sich gewissermaßen verloren fühlt in den Zeiten der Globalisierung, auch in Zeiten der zunehmenden multikulturellen Verfasstheit der Gesellschaften. Es macht einen großen Unterschied aus, ob in einem Staat eine Sprache, eine Kultur, eine Alltagspraxis massiv dominiert und Minderheiten dann mit Respekt und Anerkennung gewissermaßen akzeptiert werden, oder ob der Eindruck entsteht bei der Mehrheitskultur, wir geraten in die Minderheit. Wir sind im eigenen Land Fremde geworden. Das ist nicht meine Haltung, aber ich sage, das ist ein weit verbreitetes Gefühl. Oder gar, wir haben in der demokratischen Ordnung gar keine Gestaltungsmöglichkeiten mehr, weil alles verrechtlicht ist, durch globale Verträge festgezurrt ist oder die EU entscheidet und nicht mehr der einzelne Nationalstaat. Ich versuche mal ein bisschen den Hintergrund zu erläutern. Das sind alles Punkte, über die man diskutieren kann. Ja, Verlust der Souveränität von Nationalstaaten, der nötig ist innerhalb der Europäischen Union, aber auch eben durch die Dominanz von einzelnen großen Akteuren wie China, USA und vielleicht noch ein paar andere. Und die kleineren geraten da zwischen die Rammböcke und können gar nicht mehr gestalten. Die großen Tech-Firmen aus dem Silicon Valley gestalten unsere digitale Zukunft, wenn man so will, und die Möglichkeiten, sogar Steuern in geringem Umfang zu erheben, ist offenbar sehr eingeschränkt, wie das Beispiel Frankreich gezeigt hat, was jetzt in einen großen Clinch mit den USA geraten ist, weil es die Internetgiganten in Frankreich besteuert hat. Also das sind sehr ernste Sachhintergründe, die sich dann zuspitzen, und man muss den Linksliberalen diese Herausforderung, glaube ich, deutlich machen. Die bloße Addition von Gruppeninteressen ergibt noch keine kohärente Politik. Und die Demokratische Partei in den USA hat das lange Zeit so praktiziert und hat damit Rückhalt verloren in weiten Teilen der Bevölkerung, insbesondere der Arbeitnehmerschaft und der Arbeiterschaft. Das ist ja der Grund, warum Hillary Clinton in den sogenannten Swing States verloren hat gegen Trump. Das war ja die entscheidende Veränderung. Das hat Biden anders gemacht. Er knüpft an eine alte Tradition der Demokraten an, nämlich Gewerkschaftsnähe, Arbeitnehmerinteressen und so weiter. Er kommt auch selber aus einem solchen Milieu. Er ist da glaubhaft. Und deswegen ist das gerade noch mal gut gegangen, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Es hätte aber noch mal schief gehen können.
Und das ist aber nicht ein US-amerikanisches Phänomen, sondern dieses Phänomen gibt es in allen europäischen Staaten. Um mal ein Beispiel zu nennen, ein Land, was ich sehr, sehr gut kenne aus biografischen Gründen, Italien. Der Partito Democratico, wird meistens als sozialdemokratische Partei Italiens bezeichnet, ist hervorgegangen aus den Kommunisten, aus den Reformkommunisten, PCI im Wesentlichen. Diese Partei hat gegenwärtig in den Stimmkreisen die besten Ergebnisse, in denen die höchsten Durchschnittseinkommen erzielt werden in Italien. Das heißt aber im Umkehrschluss, sie hat die eigentliche Stammwählerschaft verloren. Sonst sind diese Stimmergebnisse nicht zu erklären. Okay. Und da muss man sich schon überlegen, wie konnte das passieren. Okay, ich würde gerne, wenn du mitgehst, Sebastian, ins Buch zurückkehren. Und dann doch fragen, was gefährdet denn, noch einmal, was gefährdet denn die Rationalität der Demokratie? Wir schauen herum, wir sehen Ungarn, wir sehen Polen, wir sehen das Vereinigte Königreich, wir sehen Abspaltungstendenzen, Schottland, Katalonien etc. Was gefährdet die Rationalität der Demokratie, Herr Niederrümelin? Also die ist vor allem dadurch gefährdet, dass wir auf der einen Seite diese Gefühle der Heimatlosigkeit haben, die wir gerade schon ein bisschen umschrieben haben. Das brauche ich jetzt nicht hier wiederholen. Zum Zweiten durch einen in manchen Ländern extremen Trend zu immer mehr Ungleichheit. Das heißt, ein Teil der Bevölkerung hat den Eindruck, und nicht zu Unrecht, wir sind gar nicht mehr dabei beim viel gelobten Fortschritt. Das lässt sich quantifizieren. Nochmal die USA, da kann man sagen, dass über die Hälfte des Wirtschaftswachstums seit Jahrzehnten den oberen 3% der Bevölkerung zugutekommt. Die untere Hälfte hat keine Reallohngewinne seit den späten 70er Jahren. Das ist nicht so krass in Europa, auch da sehr unterschiedlich von Land zu Land. Wir hatten in Deutschland ein Phänomen, was bis zu den Agenda-Reformen anhielt, 2005, 1995 bis 2005, ein massiver Anstieg der Ungleichheit. Der ist dann mit den Agenda-Reformen interessanterweise gestoppt worden, dieser Trend, anders als manche das bis heute behaupten. Also das ist durchaus beeinflussbar, aber wenn ein Teil der Menschen das Gefühl hat, wir sind nicht mehr dabei, ja, die Zukunft mit ihrer Dynamik und ihrem Fortschritt betrifft uns nicht mehr, weil wir sind zunehmend angewiesen zum Beispiel auf soziale Transferleistungen. Es gibt, manche sprechen etwas boshaft von Hartz-IV-Kulturen, ja, wo die Kinder aufwachsen, Eltern sind Hartz-IV-abhängig in Deutschland oder sozialhilfeabhängig und dann selber auch so sich vorstellen, irgendwie so zu leben. Das ist natürlich völlig inakzeptabel. Das hängt dann mit dieser Ungleichentwicklung zusammen. Und das, was mich besonders beschäftigt, ist das Phänomen des Populismus. Der Populismus wird da manchmal auch von klugen Leuten, vor allem links von der Mitte, als ein durchaus wichtiges Konzept verstanden. Ja, in dem Sinne, dass eben die Bevölkerung mobilisiert wird. Ja, populistisch ist eben Populus, das Volk wird angesprochen. Ich weiß, was diese Leute meinen, aber hochgefährlich. Denn wenn diese Checks and Balances, diese Ausgleichsmethoden, die die Demokratien haben, die Kontrolle von Gesetzen durch Verfassungsgerichte, die Einschränkungen der Freiheit des Gesetzgebers durch individuelle Rechte, die rechtsstaatlich garantiert sind, das Repräsentativitätsprinzip, das nicht unmittelbar Stimmungen durchschlagen in der Politik, sondern nur mittelbar durch Wahlen alle paar Jahre und dann in den Parlamenten beraten wird, Ausschussberatungen, Experten einbezogen werden. Wenn all dies lächerlich gemacht wird, gar als Elitenherrschaft diskreditiert wird, dann rutschen wir ab. Dann passiert nämlich genau das, was eben bei der Rationalität der Demokratie unverzichtbar ist, nämlich, dass wir die einzelnen politischen Entscheidungen einbetten in einen kohärenten Rechtsrahmen und eine langfristige Strategie. Um es nochmal auf das zentrale Argument von mir zurückzuführen, wir können als Bürgerinnen und Bürger kein Interesse daran haben, dass die Stimmungslagen in der Bevölkerung jeweils durchschlagen in politische Entscheidungen. Das würde jedes Budget sofort sprengen. Das heißt, am Jahresende würde viel mehr Geld ausgegeben, als der Staat zur Verfügung hat, wenn jeweils alle Präferenzen unmittelbar durchschlagen würden.
Und deswegen brauchen wir diese rechtsstaatliche Einhegung und die repräsentative Demokratie, die Ausschussberatungen und so weiter, Ressortprinzip, Ressortverantwortung, damit die Demokratie nicht Schaden nimmt. Ich hätte noch eine Frage zum Thema. Müssen wir damit rechnen, dass die Gefährdung der Rationalität der Demokratie langfristig auch die demokratischen Institutionen, die traditionellen Institutionen, die jeweiligen, die ja sehr, je nach Nationalstaat unterschiedlich sind, gefährden? Ein Beispiel: Wir hatten gerade dieses Wochenende eine Abstimmung in der Schweiz, also nicht wir Liechtenstein, aber unsere Schweizer Nachbarn. Es ging um die Konzernverantwortungsinitiative. Das wurde abgeschmettert. Die Analyse war, eine Mehrheit der individuellen Stimmen war für dieses neue Gesetz, aber das Ständemeer hat das gebotigt, sprich die Schweizer Kantone. Und jetzt kommen wir zu einem Problem des Mehrheitsbeschlusses. Jetzt wird in Frage gestellt, das wird die nächste Initiative sein, kann es sein, dass ein Appenzeller gleich viel Gewicht hat wie 40 Stadtzürcher? Das ist aktuell das Ständeverhältnis, nur um ein Beispiel zu nehmen. Muss man sich da nicht auch überlegen, ob man mit den modernen Technologien gewisse, für viele eben nicht wirklich als gerecht empfundene Mehrheitsfindungen rationaler angehen könnte? Ja, das ist eine sehr komplexe Problematik, die Sie ansprechen. Da müssen wir abschichten gewissermaßen. Also das eine ist, Ihre Frage war ja, sind die Institutionen nicht auch schon gefährdet? Und die kurze Antwort ist offenkundig ja. Und zwar nicht nur in den USA, das ist ja erstaunlicherweise jetzt auf einem ganz guten Weg nach der Wahl. Das Rechtssystem scheint stabil zu sein. Aber die Institutionen waren gefährdet in der Trump-Ära auch wegen Missbrauch, wegen offenkundigen Missbrauch, wegen unmittelbarer persönlicher Einflussnahme oder Versuchen der Einflussnahme auf die Institutionen. Ähnliches haben wir in Großbritannien erlebt. Interessanterweise die beiden angelsächsischen Demokratien, die immer als besonders stabil, Common Sense orientiert und so weiter galten, sind labil gegenwärtig. Gilt auch in Großbritannien. Da war ja überhaupt unklar, welche Rolle das Parlament, welche Rolle die Regierung in den Brexit-Verhandlungen spielt. Kann das Parlament Auflagen machen oder nicht? Kann das Parlament per Mehrheitsentscheidung in geschlossene oder vorbereitete Verträge einfach so oder so ex post eingreifen, ja, und so weiter? Das ist eine institutionelle Krise. Wir haben eine solche institutionelle Krise ganz offenkundig in Ungarn, weil Pressefreiheit zum Beispiel ganz wesentlich zur Demokratie dazugehört. Minderheitenschutz, beides ist gefährdet. Wir haben das in Polen, Rechtsstaatsprinzip, deswegen der Streit gegenwärtig innerhalb der Europäischen Union. Und wir hatten das bis zum Sommer letzten Jahres auch in Italien. Nicht? Dort war es ganz knapp, stand spitz auf Knopf, dass eine populistische Bewegung, die Lega, unter Verwendung von Parolen, die auf Mussolini zurückgehen, i pieni poteri, die ganze Macht dem Staate, ist immer nach ins Deutsche falsch übersetzt worden, von Vollmachten war nicht die Rede, sondern von der ganzen Macht dem Staate, hätte beinahe dort eine Art populistische Herrschaft etabliert. Also die Frage Nummer eins, die Sie gestellt haben, ja, die Institutionen sind gefährdet und wir müssen sie wieder stabilisieren. Die Frage Nummer zwei ist, wie ist das eigentlich mit One Man, One Vote? Ja, das ist sehr komplex, denn überall dort, wo Sie föderale Systeme haben, ist dieses Prinzip außer Kraft gesetzt. Das gilt für die Europäische Union. Wenn Sie dort One Man, One Vote nehmen würden, also Gleichgewichtung der Stimmabgabe von einzelnen Personen, dann hätten Sie eine praktisch keine Möglichkeit, Einzelstaaten überhaupt noch zu repräsentieren. Tatsächlich ist es so, dass die Europäische Kommission so zusammengesetzt ist, dass jeder Mitgliedstaat dort einen Kommissar stellt. Und da die Beschlüsse dort einstimmig fallen müssen, hat jeder Mitgliedstaat über die Kommission eine Art Veto-Position. Und bei den Abstimmungsverfahren im Europäischen Parlament gibt es komplexe Regeln, die dazu führen, dass kleine Staaten nicht untergebuttert werden von großen. Mit Prozentsätzen ist fast undurchschaubar für den normalen Bürger und die normale Bürgerin. Aber These, da gibt es mehr dazu zu sagen, wer Föderalismus will, muss sich verabschieden vom Prinzip gleiches Stimmengewicht, weil die einzelnen Teile dann eben als Teile eine Rolle spielen. Das gilt auch für den Bundesrat in Deutschland.
Ganz genauso. Kleinere sind bevorzugt, wenn man so will. Die haben zwar weniger Repräsentanz im Bundesrat, aber nicht proportional zum Bevölkerungsanteil weniger. Ja? Sodass das unverzichtbar ist. Deswegen ist auch die Aufregung darüber, dass in den USA, ein föderaler Staat, man eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger bei Volkswahlen bekommen kann und trotzdem verlieren. Das war bei Hillary Clinton der Fall. Die lag 3 Millionen vorne, Biden 6 Millionen, sie 3 Millionen, hat aber verloren gegen Trump. Große Aufregung. Wie kann das passieren? Nein, diese Aufregung teile ich nicht. Das ist der Preis des Föderalismus. Und das Dritte ist, was Sie angesprochen haben, wie kann man denn erreichen, dass die Akzeptanz der Demokratie größer ist? Ich glaube, das ist ja ein wesentlicher Punkt. Und da bin ich überhaupt nicht dagegen. Wir sind jetzt hier in Liechtenstein, die Schweiz ist gleich um die Ecke. Ich bin überhaupt nicht dagegen, dass die repräsentative, rechtsstaatlich gerahmte, durch Verfassungsgerichte kontrollierte Legislative zum Beispiel, komplementiert wird, also ergänzt wird um Elemente der direkten Demokratie. In der Schweiz ist es sogar so, dass die direkte Demokratie eine ganz zentrale Rolle spielt, Schweiz föderal auch verfasst, hinunter zu den Kantonen, mit der Folge, dass auf Bundesebene eine Art Allparteienkonsens oder Konkordanzdemokratie etabliert ist, um diese bundesstaatliche Ebene nicht zu stark werden zu lassen. Sie soll dann gewissermaßen nur das entscheiden, was eben konsensfähig ist. Und ansonsten verlagert man die Entscheidungen hinunter. Das ist auch verständlich angesichts der Zusammensetzung des Schweizer Staates. Und das heißt aber nicht, dass dort etwa die direkte Volksentscheidung andere politische Entscheidungen einfach ersetzt, sondern sie können solche Entscheidungen unmittelbar direkt demokratische Entscheidungen treffen. Die sind auch bindend. Die können aber nicht jeden Tag erfolgen. Sie sind reglementiert. Bestimmte Quoten müssen erfüllt sein, dass überhaupt es zur Abstimmung kommt und was dergleichen mehr ist. Das heißt, obwohl die Schweiz sicher das Land auf der Welt ist, was die stärksten direktdemokratischen Elemente hat, ist das nicht ein Abschied von der repräsentativen, rechtsstaatlich verfassten, gewaltenteiligen Demokratie, sondern nur ein spezielles Modell, was sehr stark auf Basisentscheidungen setzt. Ich möchte nochmal in Ihr Buch zurückkehren und indem Sie 6 Paradigmen formulieren zum Funktionieren der Rationalität in der Demokratie. Nun sind diese 6 Paradigmen nicht einfach so jedem Mann, jeder Frau verständlich. Ist es möglich, dass Sie hier uns diese 6 Paradigmen erklären, sagen, wie können diese 6 Paradigmen auch dazu beitragen, die gefährdete Rationalität der Demokratie wieder in Balance, in Ordnung zu bringen? Ja, das ist natürlich in der Kürze dann ein bisschen schwierig. Ja? Also man will ja auch verstehen, um was es geht. Deswegen müsste man es eigentlich etwas genauer erläutern. Also das erste Paradigma ist das der Erkenntnis. Das heißt, Politik beruht auf Wissen und Wissenschaft. Und wenn das allein der Fall wäre, lebten wir nicht in einer Demokratie. Aber Demokratie hat Erkenntnis nötig. Demokratie ohne Wissen und Wissenschaft kann nicht funktionieren, weil sie dann nämlich irrational entscheiden. Das zweite Paradigma, das ist angelehnt, während das erste eher an Platon angelehnt ist, das zweite an Aristoteles, Kooperation. Das heißt, freie Bürger, so hat sich das Aristoteles vorgestellt, tun sich freiwillig zusammen und kooperieren zum Wohl des Ganzen. Sie akzeptieren über sich keine Herrschaft. Und zweifellos, das prägt unsere intuitiven Vorstellungen von Demokratie. Niemand kann uns zwingen. Wir sind frei, im Grunde frei. Und wir haben uns zusammengetan, um in diesem Staat zusammenzuleben. Natürlich ist das ein Mythos, aber ein schöner und auch irgendwie attraktiver Mythos. Das heißt, wir gestalten eben in der Demokratie die staatlichen Verhältnisse selbst. Das dritte ist das Repräsentationsparadigma. Das heißt, man sagt, naja, das kann nicht funktionieren. Die Menschen können nicht für sich diese Dinge entscheiden. Aber wir können Leute auswählen, die dann für uns das tun. Und wir kontrollieren die durch regelmäßige Volkswahlen.
so eine Art minimalistisches Konzept von Demokratie. Und das spielt eine wichtige Rolle. Aber es darf nicht das Einzige sein, weil dann wären wir passiv. Wir würden nicht teilnehmen, wir würden uns nicht informieren oder nur wenig informieren. Und vor allem wäre es zum Beispiel fast unmöglich, Stadträte zu besetzen, weil dort die Leute ja nicht Berufspolitik machen, sondern das neben ihrem Beruf machen. Das heißt, ohne die Bereitschaft, Zivilgesellschaft sich zu engagieren, ist Demokratie nicht möglich. Das führt zum vierten Paradigma. Da geht es um Partizipation. Also Jean-Jacques Rousseau steht da insbesondere dafür. Die Vorstellung, wir können keine Herrschaft über uns dulden. Und das heißt, wir entscheiden selber über die Gesetze, nach denen wir handeln. Das setzt voraus, dass wir einen Konsens herstellen können und dass wir alle beteiligt sind. Das ist die Versammlung, das ist die Republik im Sinne von Rousseau. Das ist schon normalerweise nicht machbar, weil es zu viele Menschen sind, außer sie verlagern die Demokratie ganz nach unten in kleine Kantone zum Beispiel. Dann sind solche Versammlungen prinzipiell möglich von allen Bürgerinnen und Bürgern. Aber mit den Möglichkeiten der digitalen Technologien könnte man natürlich diese partizipatorischen Elemente in der Demokratie deutlich stärken. Da bin ich dafür. Nicht ersetzen, Repräsentation, Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, aber ergänzen. Wir wollen wissen, was die Bürgerinnen und Bürger sich vorstellen. Und das kann man in der Meinungsbildung besser berücksichtigen, als das gegenwärtig der Fall ist mit digitalen Tools. Das fünfte ist das, was ich als Deliberationsparadigma bezeichnet habe. Das ist ein bisschen angelehnt an Habermas, aber es gibt auch einige andere, die das vertreten. Die sagen, der Kern der Demokratie ist, dass wir öffentlich beraten, der öffentliche Vernunftgebrauch, wir wägen öffentlich ab, dazu bedarf es einer gemeinsamen politischen Öffentlichkeit und der Bereitschaft, sich an diesen Beratungen zu beteiligen. Das heißt, auch hier wieder Einschränkungen, ja, wer macht da mit, wer ist auch geschult genug, um in diesen Diskussionen auch sich durchsetzen zu können. Das ist sicher auch abhängig vom Bildungsstand oder der rhetorischen Kraft. Also auch das ist nicht unproblematisch, aber der öffentliche Vernunftgebrauch ist wichtig. Ja, das ist ja der Ansatz. Die Paradigmen sind alle für sich genommen wichtig, aber nur im Sinne eines Aspekts von Demokratie. Und das Letzte, was ich aufführe, ist das Paradigma kollektiver Autonomie. Sie können sich das so vorstellen, früher hat der Fürst entschieden und der Fürst hatte im Absolutismus, König, Fürst, den Anspruch, dass er damit für alle spricht. Ja, Thomas Hobbes, ja, wir finden uns wieder in der Gestalt des Fürsten, der Fürst entscheidet für uns. Und in der Demokratie wird das dann in diesem Paradigma der kollektiven Autonomie übersetzt in, wir entscheiden gemeinsam über uns, wir sind ein kollektiver Akteur. Und nun gibt es da interessante Theoreme, die ich jetzt nicht darstellen kann, die zeigen, das kann nicht funktionieren. Das heißt, die Überführung von individuellen Präferenzen, politischen Präferenzen, Wünschen, Zielen in kollektive Entscheidungen funktioniert nicht, und zwar aus logisch-mathematischen Gründen, mit denen ich mich intensiver beschäftigt habe. Dennoch ist diese Rolle des kollektiven Akteurs nicht zu unterschätzen. Ich gebe ein Beispiel. Die Europäische Union wird erst dann auch so etwas wie eine europäische Bürgerschaft im Wortsinne hervorbringen, wenn sie nach außen handlungsfähig ist, nicht Frankreich, Deutschland, Italien und so weiter und einzelne Außenpolitiken betreiben, sondern wenn diese Europäische Union nach außen mit einer Stimme spricht, mit einem Außenminister, einer Außenministerin, legitimiert durch eine europäische Instanz. Und dann würde sowas entstehen wie eine Identität Europas durch auch Konflikte und Kooperationen mit anderen großen Akteuren, China, USA und so weiter. Da sind wir noch weit davon entfernt, aber auch dieses Element ist unverzichtbar in der Demokratie. Sie betreten damit, und das ist in Liechtenstein ein ganz spezielles Feld, wenn Sie von diesem Paradigma reden und von Fürsten reden, betreten Sie natürlich in Liechtenstein ein ganz spezielles, auch ein herausforderungsreiches Feld. Das ist eine konstitutionelle Monarchie auf parlamentarischer Basis und
Mal so ganz einfach gesagt, habe ich das Gefühl, dass diese Demokratie bei uns mit all den direkten Mitteln der direkten Monarchie eigentlich recht gut funktioniert. Haben Sie Einblick in das Geschehen hier in Liechtenstein oder wie würden Sie, wenn nicht, dieses System, dieses politische System, das bei uns gilt, wie würden Sie das beurteilen? Ich meine, es gab diese Kompromisse historisch öfters. Das gab es ja zum Beispiel in Großbritannien. Unterdessen ist die Queen dort politisch völlig entmachtet. Sie hat immer noch eine wichtige zeremonielle und auch von ihrer Persönlichkeit her vielleicht Gespräche, zum Beispiel mit Politikern. Aber die britische Monarchie ist politisch völlig entmachtet. Aber das war nicht immer so, sondern es gab dieses Konkurrenzverhältnis über eine sehr lange Zeit, auch Kooperationsverhältnis. Und Liechtenstein ist nun eines der letzten staatlichen Gebilde auf der Welt, das diesen Kompromiss versucht, also konstitutionelle Monarchie mit demokratisch-parlamentarischen Fundierung. Und das können Sie als Bürger Liechtensteins viel besser beurteilen als ich als Außenstehender, wie gut das funktioniert. Da will ich als Außenstehender mir ein Urteil nicht erlauben. Okay, mit dieser Antwort, Herr Niederrümelin, war wohl zu rechnen. Das ist aber kein Vorwurf, aber ich verstehe Sie durchaus. Sebastian, möchtest du anschließen in dieser Sache? Ja, in Ihrem Buch führen Sie Perspektiven der Kritik auf die Demokratie oder an der Demokratie oder wie man Demokratie kritisieren kann auf. Und als gemeinsamer Nenner dieser verschiedenen Perspektiven ist immer die Prämisse, dass Freiheit und Gleichheit der Ausgangspunkt der Idee, der Philosophie oder der demokratischen Idee überhaupt existieren. Und bei Gleichheit differenzieren Sie nochmal zwischen der Idee von Gleichheit und der tatsächlichen Gleichbehandlung in einer Demokratie. Falls diese nicht gewährleistet wird, diese eben gerade für emotionale Verwirrungen rund um das Thema der Repräsentanz des Volkes und so weiter führt. Können Sie da noch ein bisschen darauf eingehen, also die Differenzierung zwischen Gleichheit als Idee und Gleichbehandlung? Ja, also die Gleichheitsnorm ist erstmal ganz zentral. Die Grundidee nicht nur der Demokratie, sondern eigentlich der politischen Moderne ist die, Menschen sind nicht von Natur oder von Gott in eine hierarchische Ordnung hineingestellt, sondern sie sind erst einmal frei und gleich. Das sagt Thomas Hobbes, das sagt John Locke, das sagt Jean-Jacques Rousseau, das sagt Immanuel Kant. Ja. Also das ist gewissermaßen das Gemeinsame bei allen Unterschieden. Es gibt keine, das ist auch ein Unterschied zu Aristoteles in der Antike, es gibt keine Herrschaftsordnung von Natur oder von Gott gestiftet, die uns auferlegt ist, sondern jede Herrschaftsordnung muss gestiftet und gerechtfertigt werden gegenüber jeder Person, die in dieser Ordnung lebt. Und daran ist nicht zu rütteln. Die Frage ist, wie interpretiert man das? Und da habe ich einen ganz konkreten Vorschlag. Ich sage, man sollte diese beiden Werte oder Normen, Freiheit und Gleichheit, miteinander verkoppeln. Es geht um gleiche Freiheit, gleiche Anerkennung, gleichen Respekt. Es geht zum Beispiel nicht um Gleichverteilung. Das ergibt sich aus dieser Gleichheitsnorm nicht. Es geht auch nicht um die anthropologische These, dass alle Menschen gleich sind, ja, um Himmels Willen, die sind natürlich sehr unterschiedlich. Sondern es geht um eine Gleichrangigkeit, den gleichen Respekt, gleiche Anerkennung, unabhängig davon, welche sonstigen Merkmale, religiöse Überzeugungen, Geschlecht, Hautfarbe, was auch immer ich habe. Das ist absolut unverzichtbar. Und auf was ich mich nun dann etwas näher eingelassen habe, ist, wie weit trägt uns dieser in die Demokratie eingebaute Egalitarismus? Und da gibt es in der politischen Philosophie sehr, ich nenne das mal hypertrophe Vorstellungen, sagt man, naja, das ist zum Beispiel Chancengleichheit. Keine Gleichheit, keine gleiche Anerkennung, kein gleicher Respekt, wenn die Menschen nicht Chancengleichheit haben. Das klingt sehr gut und das ist mir auch sympathisch, Chancengleichheit als Ziel. Aber wenn man das absolut nimmt, dann kommt man in des Teufels Küche. Stellen Sie sich mal vor, Sie müssten jeden Unterschied der Geburt oder der Herkunft, egalisieren. Dann müssten wir wahrscheinlich die Kinder
aus den Familien nehmen und umverteilen. Ja, weil manche Familien haben bessere Bildungsvoraussetzungen. Die Eltern lesen Bücher zu Hause. Ja, wie will man das egalisieren? Das führt zu einer Chancenungleichheit, gegen die man dann in den Schulen und in den Bibliotheken und in besonderen Fördermaßnahmen gegensteuern kann. Aber egalisieren müsste man das mit sehr radikalen Maßnahmen. Platon hat sich dazu Gedanken gemacht. Er hat genau dieses vorgeschlagen, die Kinder aus den Familien zu nehmen und staatlich aufzuziehen. Staatliche Aufzucht hat er vorgeschlagen. Ja, da bin ich aber strikt dagegen. Und wer individuelle Freiheit ernst nimmt, der muss akzeptieren, dass das zu Unterschieden führt, die sich nur unter inakzeptablen Kosten, im Sinne jetzt sozialer, kultureller, auch ökonomischer Kosten, verhindern ließen, sodass wir also gewissermaßen einen Preis zahlen für die Vielgestaltigkeit und für die Freiheit. Und die besteht darin, dass es absolute Chancengleichheit, geschweige denn im Ergebnis Gleichheit, nicht geben kann. Wir haben nun versucht und müssen damit wohl auch zum Ende dieses Gesprächs kommen. Wir haben nun versucht, in diesem Gespräch die Rationalität der Demokratie, dieses Komplexes der Demokratie einigermaßen zu durchdringen. Und ich frage Sie, warum glauben Sie an die Demokratie? Sie glauben an die Demokratie, wie Sie in Ihrem Vorwort behaupten. Warum glauben Sie an die Demokratie? Also Glaube nicht im Sinne eines religiösen Glaubens, bitte, sondern im Sinne einer humanistischen Grundhaltung. Ich verstehe mich als humanistischer Philosoph. Ich weiß, der Begriff ist nicht nur umstritten, sondern ist auch ein bisschen abgegriffen. Aber ich verwende den ganz bewusst. Ich bin der Auffassung, Menschen sind fähig, miteinander respektvoll umzugehen. Sie haben, darauf weisen auch viele psychologische Untersuchungen der letzten Jahre hin, vermutlich sogar genetisch eine Prädisposition zur Kooperation, auch zur Empathie. Michael Tomasello, ein berühmter Primatenforscher, hat gesagt, das ist ein entscheidender Unterschied zwischen unseren nächsten Anverwandten und der menschlichen Spezies. Empathie. Schimpansen zeigen die so nicht, wie das menschliche Kinder zum Beispiel zeigen, schon vorsprachliche Kinder. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir auch in Zukunft darauf Wert legen, dass wir miteinander respektvoll und kooperativ und empathisch umgehen. Und das ist die Grundlage einer demokratischen Ordnung. Dass Einzelne immer mal wieder versuchen, Vorteile zu gewinnen, indem sie rücksichtslos agieren, andere schlecht behandeln, andere runtermachen, Freund-Feind-Verhältnisse etablieren. Es gibt eine große Figur, nämlich Carl Schmitt, der immer noch Nachwirkungen hat, der Politik als Freund-Feind-Verhältnis definiert hat. Eine unselige Rolle, und zwar interessanterweise nicht nur rechts, dort vor allem, sondern auch links im politischen Spektrum bis heute hat. Das ist der Opponent, wenn man so will, zu meinem humanistischen Verständnis von Demokratie. Und insofern bin ich optimistisch, dass wir auch in Zukunft in schwierigeren Zeiten die Demokratie bewahren können. Das nun, Herr Niederrümelin, war ein ganz perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Wenn du einverstanden bist, Sebastian, beenden wir die Diskussion an dieser Stelle. Danke Ihnen. Ja, danke. Alles Gute. Ich bedanke mich auch. Julian Niederrümelin, herzlichen Dank, Roman Banzer. Und am 20. Januar 2021, dem Tag der Amtseinführung von Joe Biden, wird Peter Gilgen zum Thema das Ende der amerikanischen Krise, Fragezeichen, bei uns sein. Der Liechtensteiner Peter Gilgen lebt seit Jahren in New York und lehrt dort an der Cornell University Literaturwissenschaften. Es würde uns sehr freuen, Sie wieder bei einem weiteren Campusgespräche TV bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund!